Nein. Das ist unmöglich. Aber nein. Nichts ist unmöglich. Wir müssen uns beeilen. So, kann ich jetzt? Wunderbar. Willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Hier in diesem wunderbaren kleinen Raum. Wieso klemmt das alles? Wir werden uns das jetzt in Ruhe anschauen. Letztes Mal war es genau. Noch in Ordnung. Ich fange aber links an. Irgendwie gruselig, wie die einen anstarren. Wer die wohl alles sind? Mit viel Fantasie eine Maus. Wie ein Schwein. Ist wirklich so eine Eule auf jeden Fall. Waldschrat vielleicht. Aber das heißt ja. Eine Schlange. Fledermaus oder so. Nein. Meine ich nur, ne? Auch noch irgendwie so ein anderes Wesen. Das ist unmöglich. Ja. Wer die wohl. Aber nein. Drück einfach irgendwo drauf. Wir müssen uns beeilen. Nicht jetzt. Entschuldigung. Ich. Lass mich das einfach. Dann mach doch. In Ordnung bringen. Okay. Du unterbrichst mich ja immer. Was haben wir denn da? Keine Ahnung, was das ist. Alles. Aber es gibt zwei davon. Hat er sich das gerade vorne in die Hose gesteckt? Ist ja was falsch mit dir? Das gehört bestimmt zu dieser Maschine. Irgendetwas da stimmt eine doch. Kugel in dem Glasrohr fest. Ja, stimmt. Ist wirklich sieht so aus wie Mamas neuer Tür. Ja, ja, sehr lustig. Aber ich muss das jetzt zum Laufen bringen. Also stör mich nicht, okay? Alles klar. Nein. Eine Baumstatue? Der erste Baum. Irgendwie strahlt dieser Steinbaum etwas sehr Gutes und Warmes aus, obwohl es hier so kalt ist. Eine Baumkrone müssen wir uns auch angucken. Wo kommt nur dieses Licht her? Das ist nicht die Sonne, oder? Ansonsten die ganzen verschiedenen Stelen. Ich denke aber mal, da sagt er jedes Mal das Gleiche. Das passt nicht gut. Ganz gut. So kriege ich die Kugel nicht frei. Ach so, er zieht die Kugel da raus. So kriege ich die Kugel. Letztes Mal war sie doch noch in Ordnung. So mit dem Knackfrosch einfach mal versuchen. Hier, mit dem Löffel drin rumstochern. So kriege ich. Sicher? Irgendetwas stimmt doch nicht. Aha. Passt. Gar nicht mal schlecht. Wir haben noch eins. Aber das Ding. Wir haben ja noch eins. Aufpassen. Wurschtel, Wurschtel. So. Aha. Aber jetzt lass mich mal weitermachen. Dann mach doch. Nichts ist Toyota. Unmöglich. Da steckt eine Kugel in dem Glas. Wir müssen das uns beeilen. Sieht doch, aber irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch. Es gab hier nichts mehr. Ich bin besser vorsichtig. Ja, ich dachte, vielleicht fehlt ein Seil. Das muss nicht. Hier. Stock. Nein. Ein Stock? Nagel? Nein, ich. Möchtest du was zapfen? Da muss man nichts ab. Ein bisschen Kobold? Nein. Das bringt nichts. Pfeffer? Das braucht keine. Käse? Aber das heißt ja. Ja. Aufkleber. Nein, den. Eine Tasse. Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht Gut. weiter. Der Knackfrosch? Nein. Das klappt so nicht. Sag doch nochmal.
Nichts ist unmöglich. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Er versucht, die Maschine zu starten. Na, was will ich denn die ganze Zeit hier machen? Wieso klemmt das alles? Letztes Mal war sie doch noch in Ordnung. Ich drücke mal auf die Metallfassung. Irgendetwas stimmt doch. Interessant, nicht. Auch dieses Ist wirklich so viel Zeit vergangen. Aber das sieht doch schon besser aus. Aber irgendwas fehlt noch. Da steckt eine Kugel in dem Glasrohr fest. Tja, und wie kriege ich die da raus? Wo rennt er denn da hinten rum? Das muss nicht. So kriege ich. Kannst du einen scharfen Wurf Anker da rein so und ziehen? Was ist da los? Hallo? So kriege ich. Wer die. Wieso klemmt das alles? Ich dachte, vielleicht passiert was, wenn wir alle angeklickt haben. Sie doch noch in Ordnung. Metallfassung. Irgendetwas stimmt doch nicht. Boah, wie kriegen wir denn jetzt die Maschine ans Laufen? Ist wirklich so viel Zeit vergangen. Aber das heißt ja... Nein, ich passe besser drauf auf. Ich dachte, vielleicht ist unser Waldschrat hier irgendwo. Die Maus mit dem Rucksack. Es ist... Aber nein. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Wir müssen uns beeilen. Boah, wie kriegen wir denn diese Maschine frei? Oder wie ans Laufen? Die beiden Teile einsammeln war ja nur einfach. Das Seil, den scharfen Wurfanker haben wir schon versucht. Ich bin besser vor. Ich weiß ja auch nicht, was fehlt. Letztes Mal sie klemmt. Sie okay, wir müssen die Metallkugel da rauskriegen. Aber wie? So kriege ich. Ein Stockbrett. Hagebutten sind. Das bringt. Ja, jetzt lag das wieder neben dir, ne? Boah, wie kriegen wir denn diese verdammte Kugel da frei? So wollte ich denn entweder irgendwas Magnetisches? Haha. Also einen Magneten. Oder irgendwas Langes, mit dem wir die dann da rauspulen können. Wir müssen uns beeilen. Ja, dann sag mir, was der Maschine fehlt. So kann ich dir nämlich nicht helfen. Wie müsste die denn überhaupt aussehen? Wieso klemmt das sieht alles? Sieht doch schon besser aus. Aber irgendwas fehlt noch. Mein... Nein? Bekommen wir das frei? Ja. Der erste Baum. Der gute, obwohl. Was hat das hier unten mit der. Aber nein. Ja, ja, ist ja gut. Boah, steh ich ein bisschen auf dem Schlauch. Alter, wie kann das denn gehen? Hm.
Irgendetwas stimmt doch nicht. Ist wirklich so die Kugel nicht zeigen. Aber wie denn dann? Aber das heißt ja. Ich mache es jetzt Stück für Stück. Ja, mit dem Becher. So kriege ich. Die Löffel haben wir schon gehabt. So kriege ich. Was haben wir denn noch nicht ausprobiert? Den Sticker? Das Poster? So kriege ich die Kugel nicht frei. Das Buch. So kriege ich die Kugel. Die mysteriöse Nachricht. So kriege ich. Ich glaube, den Nagel hatten wir auch noch nicht. So kriege ich die Kugel. So kriege ich die Kugel nicht frei. Den Kugel. Mal sehen, ob das so leicht ist wie Kleingeld aus Gullis Angel. Klar, der Kobalt. Kobold. Natürlich. Wenn man mal überlegt, wann wir den bekommen haben, ne? Für diese Mission jetzt hier. So, ist jetzt wahrscheinlich dann die Kugel so da noch rein, ne? Zeit vergangen. Sag mal, wer. Man muss wirklich einmal das ganze Inventar einfach durchprobieren. Wunderbar. Das hast du sehr gut gemacht. Diese elektromagische Apparatur ist dem Zeitfluss entkoppelt. Sie verarbeitet Informationen aus Vergangenheit und Zukunft und druckt diese in Bildern auf Karten, gepresst aus genau kontrollierten. Ja. Da. Darf ich sie nehmen? Natürlich. Klar. Logisch. Jetzt ist die Kugel da unten wieder drin. Diese 16 Karten können dir schon jetzt viel über deine Ausbildung sagen, wenn du sie zu lesen verstehst. Doch mit diesen Karten ist es wie mit Träumen. Ein jeder kann sie selbst am besten deuten. Gut, dann schauen wir uns die mal an. Ungewöhnlich. Eine weitere Karte. Die ist für dich. Was zeigt sie? Oder? Ach. Das bin ja ich. Äußerst ungewöhnlich. Was mag das nur zu bedeuten haben? Jesus, bist du's? Huch! Da schwebt wer! Das ist ein Geist! Ein Geist, Jerry? Ich glaube nicht. Oder hast du deinen Körper nun schon für immer hinter dir gelassen, Magier von Mauswald? Ich kann fühlen, wie nicht weit von hier mein Bein einschläft. Also nein. Ich scheine ihm die Treue zu halten, auch wenn er alt wird und seine Narben zwicken. Sag mir, Magie, wie bist du entkommen? Entkommen, Magier? Ich bringe einen Schüler. Ich freue mich, dich zu sehen und diese Halle der Schüler geschützt zu wissen. Du bringst also einen Schüler. Sag ihm, er soll mich in meinem Haus aufsuchen. Sag ihm doch direkt, er steht neben dir. Was will der schwebende Mann denn von mir? Er ist der Hüter der Portale. Deine Ausbildung beginnt. Nimm den Schlüssel, Jerry. Du musst den Magier von Mauswald aufsuchen. Wahrscheinlich wird es nicht einfach werden, ihn zu wecken. Doch bald darauf wirst du deinen ersten Zauber erlernen. Das erinnert mich jetzt spontan. Anfangs an diesen Geist, ich nenne ihn mal Geist, an diese Geisterscheinung, der Mann mit dem Hund. War das was Vergleichbares? Na nö, da sind wir wieder. Hallo Loli. Sie sind zurück. Oh. Suche das Schloss zu dem Schlüssel, den der Geist in der Halle der Schüler. Ich denke mal, ich weiß wo, ne? Hinter der Tür wirst du einen alten Freund von mir treffen. Auf bald. Nicht hier rechts. Moment, ich spreche mal eben kurz mit Jonathan.
Na, Grünschnabel, weißt du, warum Bienen summen? Bitte, keine Witze. Komm schon. Ich habe Kopfschmerzen. Ich will's wissen. Uhu. Jetzt sag doch. Ach, egal. Ihr wisst, ne, hier vorne rechts bei den Igelbrüdern, da war doch diese Tür. Mit dem magischen Brief, oder mit dieser Tür mit dem Briefkasten. Vielleicht ist das die Tür. Weil der Schlüssel passt auch so von der Farbe her, von der Art her. Einfach. Oh, der Schlüssel hat sich einfach in Luft aufgelöst. Aber die Tür, also treffen wir dahinter Herrn Molena. Was ist das denn hier für ein Bahnhof? Alles ist so, das sind Schienen. Riesig. Oh. Da wird einem ja fast schwindelig. Willkommen bei Transport Fever. Einer weiteren... Ne, Moment. Sticker gesehen. Entdeckt, genommen. Noch so, ja. Oh, voll süß. Na, wenn er mal da oben noch... Pling! Ein Tropfen. Noch einer. Da haben wir eine Steinstele, da geht's irgendwo hin. Da geht's zurück. Ein riesiger verlassener Bahnhof. Gucken wir uns erstmal noch die Steinstele an. Dieser Stein sieht ja seltsam aus. Es ist eine Bildstele aus der Halle der Schüler. Oh. Woher kam denn die Stimme? Die Stimme aus dem Off. Die kenne ich doch. In der Halle der Schüler gibt es jeweils eine Stele für jeden Schüler, der hier ausgebildet wurde. Doch diese hier wurde vor langer Zeit von der Halle ausgespart. Ich habe sie tief im Wald gefunden und versuche, ihr Geheimnis zu lüften. Die Verbannung durch die Halle ließ das Bild in 32 magische Tautropfen zerspringen, die sich über ganz Mauswald verteilt haben. Wer mit Felsen sprechen kann, kann die Stele selbst befragen, wie viele Tropfen fehlen. Würde jemand alle 32 Tautropfen sammeln, könnten sie sich zum Bild des ausgestoßenen Schülers formieren. Wow, deshalb sammeln wir also die Tautropfen ein. In der Halle ja, der Schule. Ja. Wie viel haben wir denn? Ist das Bonussammlung? Nee, ne? Videos? Oh, wie süß, das haben wir uns noch gar nicht angeguckt, ne? Oder? Das hier, kennen wir das schon? Ha. Egal, bei den Erfolgen war das doch auch. 11 Filme noch. Dann macht das Ganze auch Sinn, dann brauchen wir die Sticker wahrscheinlich auch noch irgendwo für. Außer wenn das wirklich nur Bonusmaterial ist. Ah, sieht aus wie bei mir zu Hause. Wow! Ein riesiges Riesenwohnzimmer. Naja, andererseits scheine ich Mäusegröße zu haben, seit wir angekommen sind. Wer hier wohl wohnt? Herr Molena. Hier riecht es ein wenig nach alten. Ich sag doch, wie bei mir. Hier ein Stückchen Schokolade. Ach, voll lecker. Das mit Milch. Ein riesiger Brocken Schokolade. Nimm gleich das Papier mit. Die Alufolie habe ich auch eingesteckt. Brauchen wir also irgendwo für. Man merkt ja schon, man braucht alles irgendwann. Wahrscheinlich brauchen wir die Hagebutten. Entweder für den ersten Zauber oder ganz am Ende. Weil die haben wir schon so lange und die sind immer nutzlos. Riecht noch ganz lecker.
Wow, ist das hoch? Aber es sind überall die Symbole drauf. Der Buddelfisch ist ja süß. Der Fisch in der Buddel. Und eine Buddel voll Fisch, ne? Hier gibt es auch einen Schlafplatz für kleine Leute. Ich hau mich aufs Ohr. Ciao, Leute. Na gut, mach ich nicht. Hab mich überzeugt. Huch, da schläft ja jemand. Das ist wohl der Freund, den ich wecken soll. Hey. Wie hieß hier um die Uhr von innen? Kuckuck. 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 Die ist ja riesig. Wenn die klingelt, macht sie bestimmt auch einen Riesen. Oh ja. Dumm nur, dass sie so weit weg ist. Warum ist das dumm? So eine Pflanze haben wir zu Hause auch. Schade. Mit den Händen kann ich den Stock nicht bewegen. Der würde sonst bis zur Uhr reichen. Aha. Ist ja wahrscheinlich dann so, wie wir ihn wecken müssen, ne? Ich habe ja gelernt aus der Antenne. Gute Idee. Aus der Antenne mit dem Rab. Das hat doch mal geklappt. Alter. Alter, da ist gerade ernsthaft vorbei. Bestimmt. Da und die. Ja, ist sie weg, schade. Interessant, hätte man sich den angucken können? Na egal, auf jeden Fall hat das jetzt wunderbar funktioniert. Geweckt haben wir ihn damit jetzt noch nicht. Aber wir kommen jetzt zur Uhr. Die ist ja weg. Jetzt müssen wir bestimmt ein bisschen Krach machen. Das muss nicht. Die ist ja riesig. Wenn die klingelt, macht sie bestimmt auch einen Riesenkrach. Dann mach doch da. Da kann man den Metallalarm. Den Metallarm, nicht Metallalarm. Den Metallarm drücken für den Alarm. Hallo? Das Gelenk ist eingerostet. Es bewegt sich nicht. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen hier mit Schokolade. Ich muss aufpassen. Sonst schmilzt mir die Schokolade wieder in der Hand statt im Mund. Sagt Mama immer. Ja. Mit Alufolie. Was steht da? Hitzebeständige Silberfolie. Silberfolie. Nichts. Ah, guck mal, da kann ich das auch mit der Hand nehmen. Riecht wie meine Modelleisenbahn. Mit bloßen Händen gehe ich da aber ja, nicht dran. Ja, Modelleisenbahn. Sondern? Mit was gehst du da sonst dran? Mit einem Löffel? Mit einem Stock? Unser magischer Stock? Ein Stock? Unser scharfer Wurfanker? Ich ah, das sind besser. Öltropfen. Ah, hier. Ach, den Blasenberg habe ich auch überhaupt nicht gesehen. Sieht so aus, als ob das Ding ist, das Kuckuck macht. Versuch's doch einfach mal. Ist ja gut, ich versuche nur irgendwelche Sachen. Dann steht was drauf. Nein, den. Nein, gut.
nochmal.